Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu der letzten Etappe unserer Ringvergessung vor Weihnachten. Vor Weihnachten. Nicht insgesamt. Es soll heute nochmal um ein Thema gehen, auf das wir während der letzten Session auch gekommen sind. Relativ am Rande, aber der Boden, der kam tatsächlich zur Sprache und auch, das ist eine Art kritisches Ventil oder ein kritischer Anteil ist in der gesamten Debatte, um die es geht. Darum soll es heute speziell gehen, um diesen so etwas vernachlässigten Aspekt in der gesamten Agrarproduktion und auch Lebensmittelkonsumtion. Der Boden scheint ja einfach da zu sein und nur der Inwertsetzung zu harren. Aber so ganz einfach ist es nicht. Das habe ich eigentlich schon in meinem Studium erfahren, wo wir Agrargeografie und auch Bodengeografie hatten. Das ist also keine Selbstverständlichkeit, dass man über einen ertragfähigen Boden darüber verfügen kann, sondern er muss auch in gewisser Weise gepflegt werden. Seine Ertragsfähigkeit bedarf auch der Erhaltung. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Bei uns mag das vielleicht noch einigermaßen gut zu Menschen sein. Aber wir haben damals schon gehört, wenn es um den Bereich der Tropen oder der wechselfeuchten Subtropen geht, dann ist das eben keine Kleinigkeit, dann ist das keine Selbstverständlichkeit mehr. Dann hat man mit verschiedenen Problemen, ökologischen Problemen zu tun, gegebenenfalls aber auch kulturgeografischen Problemen, wenn es um die Fragen der Besitzaufteilung geht. Es sind viele Aspekte, die also von daher mit dem Boden zusammenhängen und ich bin erfreut, dass Caroline Sperk heute zu diesem Thema ganz speziell uns berichten kann. Wir haben eben festgestellt, wir sind beides Geografen. Damit ist eigentlich die Sitzung so gut wie gelaufen. Frau Sperk, ich freue mich, dass Sie heute zu uns gestoßen sind und ich freue mich auf Ihren Vortrag. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich freue mich auch, dass ich heute hier sein kann. Ich bin nur die Vertretung für Jens Weigert vom Global Soil Forum, vom IASS in Potsdam. Ich habe es mir vorher überlegt. Ich dachte, jetzt spontan entscheide ich, vielleicht verliere ich doch ein, zwei Worte zum IASS in Potsdam. Für diejenigen, die es nicht kennen, das IASS wurde 2009 gegründet und heißt mit vollem, klangvollen Namen Institute for Advanced Sustainability Studies. Wurde gegründet von Klaus Töpfer, der bis vor kurzem auch noch Exekutivdirektor war. Und wir befassen uns am IASS mit Querschnittsthemen, also Querschnittsthemen aller Art, alles was Nachhaltigkeit in irgendeiner Form betrifft, wird bei uns in einer spezifischen Art und Weise angegangen. Das Thema Boden wurde nicht zuletzt durch Herrn Töpfer auch besonders auf die Agenda gehoben bei unserem Institut. Und wir haben keine Laboratorien, wir machen keine Bodenerosionsmessungen im Feld. Was wir machen, ist an der Schnittstelle zwischen Politik, Wissenschaft und Gesellschaft mitzuarbeiten, das Thema Boden und Bodenschutz, nachhaltiges Bodenmanagement, national und international auf der Agenda zu behalten. Und wir arbeiten hier in ganz verschiedenen Bereichen mit. Einiges davon werde ich heute ein bisschen streifen in meiner Präsentation. Ich freue mich aber auch, wenn wir nachher vielleicht dann einfach da im Rahmen der Diskussion noch mal ein bisschen drüber sprechen können. Ich sage das auch, um schon mal so ein bisschen vorwegzunehmen. Ich werde keine bodenkundliche Vorlesung halten. Ich werde keine Empfehlungen vorstellen zur besten agrarwirtschaftlichen Praxis. Ich versuche so einen Abriss zu geben über. Genau. So ein bisschen über den Status quo, wie steht es um die Böden? Erstmal so eine ganz grobe Einleitung zum Thema Boden generell, was ist Boden und so weiter. Dann eben so ein bisschen zu Verbrauch und Bedarf, also Status quo. Da spielen auch Fragen mit rein, was kostet das eigentlich weltweit? Und wie schon gesagt, es geht bei uns sehr häufig um sehr politische Themen, politische Prozesse, in denen Böden in ganz unterschiedlicher Art und Weise mittlerweile
auch eine Rolle spielen. Letztlich geht es dann eben auch in diesem Kontext sehr stark um die Bedeutung von Böden im Kontext nachhaltiger Entwicklung. Welche Rolle spielt Boden für nachhaltige Entwicklung und was bedeuten die neuen nachhaltigen Entwicklungsziele, die sogenannte Agenda 2030 unter anderem, für Böden. Wie ich schon sagte, es geht ein bisschen um den Boden in Zahlen auch erstmal. Also Böden, ich glaube, das wissen vielleicht viele hier im Raum, vielleicht auch nicht. Böden werden, glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob Böden oder die Tiefsee die höchste Biodiversität aufweisen global. Aber ich denke, das Bild spricht schon ein bisschen für sich. Im Boden befinden sich also in einem Hektar, unterhalb eines Hektars Boden befinden sich bis zu 15 Tonnen Bodenlebewesen. Großteil davon sind Bakterien und Pilze, okay. Vieles davon sind aber eben auch durchaus wirklich lebende Wesen wie Milben und Würmer aller Art, Spinnentiere aller Art. Man kommt, wenn man das so verbildlichen möchte, hier eine Grafik aus unserem Bodenatlas, den wir leider nicht auslegen können, kann ich leider noch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Wenn man das also verbildlichen möchte, dann kommt man auf ungefähr 20 Kühe, ja, bei 15 Tonnen Gewicht. Das nur unterhalb eines Hektares Boden. Diese Biodiversität im Boden ist natürlich von irrsinnig großer Bedeutung. Die Tiere durchwühlen den Boden, sorgen so für bessere Lüftung. Das hat natürlich Auswirkungen auf die gesamte Bodenstruktur, Wasserhaltskapazität und so weiter. Und erhöht auch gleichzeitig durch den Abbau von organischer Substanz, die dem Boden zugeführt wird, erhöht dann die Nährstoffzufuhr, die Nährstoffe, die in der organischen Substanz, so sie denn vorhanden ist, idealerweise enthalten sind, werden also unter anderem durch die Tierchen mit freigesetzt. Boden heißt oft auch die nicht oder nur in menschlichen Zeiträumen eigentlich nicht erneuerbare Ressource. Warum? Weil ja die Entstehung von einem Zentimeter Oberboden kann bis zu 250 Jahren dauern. Das hängt sehr stark natürlich auch von den klimatischen Bedingungen ab, das ist gar keine Frage. Aber im Schnitt sagt man also für 2 cm Oberboden rechnet man 500 Jahre. Das ist also so gut wie nicht erneuerbar. Gleichzeitig sind Böden wahnsinnig vielfältig. Allein in Europa zählt man 10.000 Bodentypen circa. Und, sehr wichtig, jetzt auch gerade nach diesem Wochenende, Böden werden weltweit als der wichtigste Kohlenstoffspeicher angesehen. Das ist auch jetzt sehr global gedacht. Angesichts der Diversität der Böden muss man das auch sehr stark differenzieren. Aber alleine bei der Umwandlung von Waldflächen in Ackerlandflächen gehen teilweise 50-75% des im Boden gebundenen Kohlenstoffgehaltes verloren. Angesichts der Beschlüsse von Paris jetzt beispielsweise zum Klima und Klimaschutz ist das natürlich eine relevante Zahl. Und ich komme dann später auch noch mal kurz darauf zu sprechen. Boden ist einfach da und wir verbrauchen ihn. Wir verbrauchen ihn auch ziemlich ungeniert. Auch in Deutschland werden nach wie vor 77 Hektar täglich verbraucht. Die Zahl ist ziemlich konstant. Schon seit, glaube ich, über 30 Jahren hat man so eine Zielsetzung, dass man den Bodenverbrauch runterschrauben möchte. Das gelingt nicht besonders gut, was einen umso mehr erstaunen kann angesichts des demografischen Wandels, der Änderung von Siedlungsstrukturen in Deutschland. Es wird also der ländliche Raum schrumpft, sagt man immer. Trotzdem werden einfach weiter Flächen verbraucht, weiter Flächen ausgewiesen. Alleine 73 Hektar täglich für Verkehrs- und Siedlungsflächen. Man spricht davon, dass ca. 13% der Fläche in Deutschland schon versiegelt sind. Das mit dem Versiegeln ist immer so eine Sache. Ich würde eher sagen, der Boden hat seine
Produktionsfunktion verloren. Also Versiegelung ist nur, wenn es, kann man eigentlich nur sagen, wenn es wirklich zu planiert wird. Das ist ja in der Regel jetzt nicht nur der Fall. Es geht ja nicht nur darum, dass einfach etwas zu planiert wird, aber auch Umnutzung in beispielsweise Sport- und Freizeitflächen macht den Boden ja auch schon nicht mehr wirklich nutzbar, sinnvoll nutzbar. Und ich habe auch schon gesagt, ich würde noch ein Stückchen was zum Zustand der Böden sagen. Was die landwirtschaftlichen Flächen betrifft, kann man eben sagen, dass beispielsweise schon alleine in der EU 17% ungefähr wirklich degradiert sind. Das heißt also, man kann da nur noch mit massivem Input von Düngemitteln beispielsweise die Produktion aufrechterhalten. Die Vorlesung 2 heißt ja, Lebensstile, Landwirtschaft und Lebensmittel. Ich finde, dieses Bild stellt nochmal ganz gut den Bezug zu der Frage der Lebensstile her. Wie gesagt, 77 Hektar täglich alleine in Deutschland werden versiegelt. Wir verbrauchen aber 1,3 Hektar pro Person pro Jahr in Deutschland für unseren Konsum. Und das schließt nicht nur die Nahrungsmittel ein, das schließt ja auch viele Gebrauchsmittel ein. Es geht natürlich hier um Möbelstücke, aber dazu kommt jetzt in den letzten Jahren auch wieder Stichwort Klimawandel, Umstellung der Energieversorgung. Nun ging der Verbrauch auch beispielsweise für Biomaterialien, Biokraftstoffe, aber auch der Ersatz von Kunststoffen durch Mais beispielsweise. Also mittlerweile werden häufig Plastiktüten aus Mais hergestellt, aus Maisstärke. All das schlägt sich in einer solchen Zahl, 1,3 Hektar pro Person pro Jahr, nieder. Das ist deutlich mehr, als Menschen in anderen Ländern dieser Welt so zur Verfügung stehen. Nur ein Beispiel, in Bangladesch haben die Menschen eben nur ein Sechstel davon zur Verfügung. Und um das nochmal ein Stückchen auch näher zu veranschaulichen, was nötig ist, wie viel Boden steckt eigentlich in dem, was wir so essen? Und ich denke, 27 bis 49 Quadratmeter für ein Kilo Rind, das ist schon eine ganze Menge. Wenn man sich überlegt, ich glaube, der durchschnittliche Verzehr von Rindfleisch in Deutschland liegt bei 60 Kilo pro Kopf pro Jahr, wenn ich das richtig im Kopf habe. Bei Schweinen und Rind weiß ich das jetzt alles nicht so aus dem Kopf. Ich glaube, Hühner sind auch nochmal eine ähnlich große Zahl. Entschuldigung. Ja, ich habe eine Frage. Das sind ja alles tierische Produkte jetzt. Also es ist ja Eier, Milch und Fleisch. Wie sieht es denn zum Beispiel im Vergleich mit Gemüse aus? Oder anderen Produkten? Also das ist eine sehr gute Frage. Das habe ich jetzt leider nicht dabei. Also ich habe mich jetzt erstmal nur auf Fleischprodukte oder tierische Produkte beschränkt. Können Sie da eine Einschätzung geben, ohne jetzt konkrete Zahlen vielleicht zu nennen und sich nicht... Die Differenz, oder? Bitte? Die Differenz, die übrig bleibt. Das ist mal voll kalt erwischt. Nee, ich würde mal sagen, es ist... ich glaube, wenn man sagt ein Sechstel, dann ist man schon... Dann ist man schon ziemlich hoch oben dabei. Also ich denke, das ist schon deutlich weniger. Von was jetzt ein Sechstel? Angesetzt bei der Kuh. Bei der Kuh angesetzt. Ja. Aber ehrlich gesagt, das würde ich lieber nochmal nachrecherchieren. Das kann man ja machen. Aber genau. Das kann man sich ja vorstellen, wenn man Kartoffeln im Garten pflanzt, die das Fläche für ein Kilo Kartoffeln kauft. Wenn man einen Garten hat, in dem man Kartoffeln pflanzt, dann ist das so... sehr anschauliche Lösung auf jeden Fall. Ja. Also es kommt ja darauf an, das ist ja auch wahrscheinlich unterschiedlich, weil was für eine Art von Landwirtschaft betrieben wird. Auch das ist wahr. Das hatten wir letzte Woche, glaube ich, in dem Vortrag. Ich glaube, das waren 2 Hektar. Für was? 2 Hektar. Ja, 2 Hektar. Für die gesamte Versorgung.
Für die Versorgung von Deutschland. Nee, für pro Person. Also 2000 Quadratmeter, das ist die Zahl, die man, sag mal, die idealerweise für alle Menschen weltweit zur Verfügung stehen würde, zur Deckung aller Bedarfe, also wie gesagt, wieder Nahrung und Gebrauchsmittel eingeschlossen. Ja, genau. Aber wie viel man jetzt für Gemüseproduktion braucht, tut mir leid, das kann ich jetzt gerade nicht. Genau. Wiederum sehr tierbezogen, fleischbezogen, aber es ist nun mal, spielt halt schon eine Rolle. Ich weiß nicht, inwieweit Sie schon mal was gehört haben von sogenannten virtuellen Landimporten. Da spielt eben der Import von Futtermitteln für die Viehzucht in Deutschland, also in Europa generell, aber in Deutschland speziell, spielt halt eine große Rolle. Das heißt, Deutschland importiert im Jahr so viel Sojabohnen für Futtermittel. Das kommt einer Fläche gleich in der Größe von Hessen ungefähr. Das ist also eine Produktion, die wir in Deutschland alleine nicht leisten könnten. Und wir importieren das aus anderen Ländern. Vorreiter ist natürlich Brasilien in Südamerika, aber auch Paraguay und Argentinien spielen natürlich noch eine große Rolle. Aber auch generell sieht man hier, dass so die virtuellen Landimporte weltweit, das ist ein munteres Hin und Her. Ziemlich viele dieser Pfeile führen natürlich nach Europa. Es gibt interessanterweise auch einen sehr intensiven Austausch zwischen USA und China, wobei mehr aus USA nach China exportiert wird als umgekehrt. Bitte. Ist es jetzt Absicht, dass da jetzt irgendwie keine Landexporte von Europa raus da drin sind? Weil es ist ja auch so, dass die europäische Landwirtschaft exportiert. Das ist richtig, das sind Netto. Ach so. Das sind Netto-Exporte. Also netto importieren wir mehr. Wir verbrauchen mehr. Der Europäer verbraucht deutlich mehr als die 2000 Quadratmeter, die ihm eigentlich zur Verfügung stehen würden. Der Nettoimport beläuft sich auf 233 Millionen Hektar pro Jahr. Kurz zum Bodenzustand. Der Bodenzustand in Europa ist auch nicht unbedingt der allerbeste, also 35% weist bereits Verdichtungserscheinungen auf, das heißt also physikalische Erscheinungen oder physikalische Degradierungen durch Verdichtung. 17% der Fläche insgesamt gelten als degradiert, das habe ich ja schon gesagt. 42 Millionen Hektar, die durch Winderosion geschädigt sind, 105 Millionen Hektar durch Wassererosion. Und dazu kommt noch, auch hier habe ich jetzt leider keine konkrete Zahl, aber hinzu kommen natürlich noch Flächen, die auch geschädigt sind durch chemische Verschmutzung, eben durch Industriestandorte oder Bergbau, Tagebau, solche Sachen. Global gesehen zeigt sich, dass allerdings die Hotspots für die Bodendegradation dann doch auch nochmal anders verteilt sind. Afrika südlich der Sahara ist ein oft zitierter, aber eben auch tatsächlich einfach einer der wirklich der Brennpunkte für Bodendegradation, besonders massiv betroffen von Wüstenbildung natürlich, auch verstärkt nochmal durch Klimawandel, klimatische Veränderungen, aber generell sind ja die Böden auch in vielen Bereichen im südlichen Afrika schon tendenziell nicht von der besten Qualität, werden trotzdem intensiv bewirtschaftet, nicht unbedingt mit den notwendigen Bodenschutzmaßnahmen versehen, die man vielleicht brauchen würde, das heißt,
Bodenerosion durch Wind, aber auch Wasser sind ein ganz massives Problem. Ähnliche Schwierigkeiten gibt es auch in Asien. Also eigentlich ist wohl, liegt der Hotspot für Bodendegradation in Asien. Die Schwierigkeit im südlichen Afrika besteht aber einfach darin, dass die Menschen nicht mehr von dem Land leben können, auf dem sie leben. Insgesamt ergibt sich ein Bild von ca. 30% der Landoberfläche, die durch Degradation betroffen ist. Die Darstellung hier bezieht sich dabei explizit auf die Produktivität. Also die Bodendegradation wurde in dieser Darstellung, in dieser Studie ganz explizit auf der Basis eines Rückgangs der Bodenproduktivität berechnet. Wir verlieren im Jahr 24 Milliarden Tonnen Erde durch Bodendegradation, durch Bodenerosion. Das heißt, das sind mehr als 3 Tonnen pro Person pro Jahr. Und das geht einher mit massivem Rückgang in der Produktivität, massiver Rückgang in der Produktion. Beispielsweise in Afrika sind also die Ernteerträge um ca. 8% jährlich reduziert. Das beläuft sich dann teilweise auf massive, auch ökonomische Verluste. In der kürzlich veröffentlichten Studie von UNEP-CEF, also Joachim von Braun und Kollegen, zu Economics of Land Degradation, wurde beziffert, dass das sich auf Verluste in der Höhe von 7,4% des BIP pro Jahr dann beläuft. Dabei könnte man eigentlich, also da sagen zumindest die Autoren dieser Studie, das ist natürlich auch wieder pauschal, nicht einfach so zu sagen, aber man könnte mit einem Dollar Investition im Grunde gerechnet auf 30 Jahre dann, wenn man eine längerfristige Perspektive einnimmt, einen Gewinn von 5 Dollar stattdessen pro Jahr einfahren. Weil eben doch die meisten Bodenschutzmaßnahmen, also ich meine, es wird ja auch schon seit Jahrzehnten dazu geforscht, man ist ja weit dazu gekommen und es gibt mittlerweile auch sehr viele Bodenschutzmaßnahmen, die auch kostengünstig sind. Es ist dennoch so, dass viele Menschen, viele Haushalte, gerade eben in den Entwicklungsländern im südlichen Afrika, aber auch in Asien, nicht unbedingt aus eigener Hilfe, aus eigenem Antrieb, aus eigener Kapazität so in der Lage sind, die Maßnahmen so anzuwenden. Das ist zum Beispiel ein Projekt, in dem wir am IISS dann auch arbeiten, da noch stärker reinzugehen und zu schauen, woran liegt das, dass wirklich eine riesen Palette von verfügbaren Bodenschutzmaßnahmen trotzdem immer noch nicht zur Anwendung kommt. Ist ein ganz spannendes Thema, aber auch sehr komplex. Jährlich beziffern die Autoren von der ILD-Studie die Verluste auf ca. 70 Milliarden Dollar pro Jahr. Wir haben mittlerweile mehr als 7 Milliarden Menschen auf der Erde und alle nutzen Boden lustig weiter. Wir erwarten bis 2050 einen Bevölkerungsanstieg von auf ca. 9 Milliarden Menschen. 9 Milliarden Menschen brauchen natürlich entsprechend mehr zu essen, mehr zu Auto fahren und so weiter. Und man versucht also aus den Böden mit der Hilfe von mehr Input, mehr Verwendung von Düngern noch mehr rauszuholen. Das funktioniert allerdings nur bedingt.
Die Ertragssteigerungen gibt weiterhin Ertragssteigerungen, sie sind aber abnehmend. Sie sind auf einem absteigenden Ast, wenn man es so ein bisschen flapsig vielleicht sagen möchte. Und das reicht vermutlich nicht unbedingt aus, um die Nachfrage weltweit zu befriedigen, zumal eben ja auch Lebensstandards weltweit weiter ansteigen. Und das zeigt also auch hier diese Darstellung, dass wir in den letzten 50 Jahren schon eine massive Abnahme hatten von verfügbarem Ackerland oder landwirtschaftlicher Fläche, muss man besser sagen, pro Kopf. Und die Berechnungen sagen, also ich denke, das könnte fast noch ein bisschen optimistisch sein, dass wir also in 2050 nur noch etwas mehr als die Hälfte dessen, was wir zur Verfügung haben, wie 1960. Und das bei gleichzeitig wirklich massiv ansteigender Nachfrage und auch zunehmenden Nutzungskonflikten, zunehmenden Nutzungskonkurrenzen. Also die Vorhersagen zum Beispiel von der FAO sagen, dass also im Angesicht der Bevölkerungsentwicklung bis 2050 eine Produktivitätssteigerung von ca. 70-100% bräuchten, um alleine die Bevölkerung zu ernähren. Noch der Verweis auf die Konsumgewohnheiten und die Veränderung auch von Konsumgewohnheiten, dass das doch etwas schwierig werden könnte. Ich habe auch schon gesagt, es gibt auch zunehmende Nutzungskonflikte. Einer, der natürlich auch sehr bekannt ist oder sehr viel diskutiert wird und wurde, ist der Konflikt mit Biosprit, Bioenergie. Und angesichts der zunehmenden Ziele für Erneuerbare, also Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien weltweit, müsste man also die Produktion von Biosprit, Biomasse für Biosprit um mindestens 33% in 2040 steigern, all das auf der abnehmenden Fläche. Das führt also insgesamt auch zu Spannungen weltweit. Landübernahmen, Landinvestitionen sind auch schon viel durch die Presse gegangen. Beispielsweise, also beziehungsweise die Landmatrix, das ist ein Projekt von einem Institut mit dem Kürzel GIGA, die sitzen in Hamburg. Die haben hier unter anderem dazu beigetragen, zu dieser Grafik. Und die haben eben errechnet, dass zwischen dem Jahr 2000 und dem Jahr 2014 32 Millionen Hektar Land weltweit von Investoren gekauft wurden. Allerdings, also man könnte denken, oder kommt einem immer so spontan in den Sinn, dass darauf dann auch vielleicht Nahrungsmittel angebaut werden. Wenn sie nicht, das sind also nur 2,7 Millionen Hektar davon als Ackerland in Gebrauch. Ansonsten ist Land dann Investitionsgut, Spekulationsgut. Eine relativ große Rolle spielt auch hier wiederum die Frage nach Klimaabkommen, Vereinbarungen zur Kompensation von Emissionen, sogenannte Carbon Market Projekte, das spielt da alles mit rein, ist nicht unbedingt eine vorteilhafte Entwicklung, auch für die Länder im südlichen Afrika. Man sagt es gerne, aber gerade auch jetzt im Kontext der Klimaverhandlungen wieder, wird dann darüber gesprochen, dass ja gerade auch die Länder in Afrika davon profitieren können, wenn sie dann also in Carbon Markets aufgenommen sind. In der Praxis zeigt sich aber, dass das zumindest noch
keine wirkliche Option ist jetzt für zunehmende tolle Gewinne der Menschen dort, sondern die Transaktionskosten, um überhaupt Böden so weit zu bringen, dass man da wirklich Kohlenstoff in einer Menge speichern könnte, dass man damit auch mit Zertifikaten an einem Kohlenstoffmarkt teilnehmen kann, die sind einfach zu hoch. Also das heißt, es gibt ein Beispielprojekt in Kenia, wo sich herausgestellt hat, dass letztlich das Return on Investment, wie es so schön heißt, für die Kleinbauern sich dann auf $1 pro Jahr irgendwie beläuft. Das ist für die ein netter Zugewinn, wenn die Anschubfinanzierung sozusagen übernommen wird von Hilfsorganisationen. Wenn das aber nicht so ist, dann macht man das wohl hier nicht. Ja, bitte. Ja, ich habe eine Frage zu der Grafik. Da sind jetzt ein paar Länder, die als Herkunftsländer der Investoren gekennzeichnet sind, wie zum Beispiel Island. Da ist gar nicht kenntlich gemacht, woher sie das Land kaufen. Kann man das irgendwie entnehmen oder ist das dann einfach nicht bekannt? Oder wie kommt das? Ich vermute, dass die Menge zu gering ist, um das jetzt darzustellen. Also ich sehe, da gibt es auch bei Argentinien und wo auch immer das ist, und Neuseeland kann man das auch nicht sehen. Ja. Ja, wir sind ja, wie gesagt, wir sind vorrangig damit befasst, auch uns mit Böden im Bereich der Politik auch oder mit Böden auf der politischen Agenda zu beschäftigen. Nur ganz kurz, wir haben ja in Deutschland das Bundesbodenschutzgesetz, das vor allem eben die Produktionsfunktion des Bodens schützen soll. Das ist also auch eine ziemlich explizite Betonung, die auch zunehmend in Kritik gekommen ist, weil Boden eben in vielen Bereichen vielleicht nicht nur unbedingt als Produktionsfunktion oder Produktionsfaktor gesehen werden sollte, sondern Böden ja mittlerweile doch zunehmend auch die Anerkennung haben als schützenswertes Kulturgut oder eben auch Raum zur Erholung. Gesunde Böden bieten auch die Möglichkeit, schönere, bessere Naherholungsgebiete zu haben und so weiter. Das ist aber nur ganz kurz. Es gibt in Deutschland ein solches Bundesbodenschutzgesetz. Und es gibt ziemlich viele internationale Konventionen, die in einer gewissen Art und Weise auch den Boden tangieren. Am deutlichsten wird das natürlich bei der UNCCD.